weil es auch eine gewisse Sozialkritik war am herrschenden System. Harry Belafonte's Beat Street hat eine immense Bedeutung für Hip-Hop in der damaligen DDR. Ohne den Film hätte es wahrscheinlich lange gedauert und hätte nie so eine große Akzeptanz auch gehabt von Seiten der Regierung, dadurch, dass sie den Film lizenziert haben, weil es eben halt so auch eine gewisse Sozialkritik war am herrschenden System, eben die armen Puerto Ricaner und Afroamerikaner, die halt ihre eigene Kunstform schaffen, das passte halt ins Bild. Ja, und daraus entstanden hunderte von Breakdance-Crews, es wurde alles adaptiert, Style, also Kleidung, Moves, Rap, Slang, ja Mann. Backspin.